Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Endlich gibt es meinen Lesemonat für den... Oh mein Gott, was haben wir denn jetzt? Für den Oktober. Es gab schon länger keinen Lesemonat mehr von mir. Und ihr habt auch schon länger nichts von mir gesehen, außer jetzt dem letzten Video. Aber da bin ich. Ich möchte euch das nicht vorenthalten. Es kann natürlich sein, dass meine Rezensionsvideos oder mein Neuzugänge-Video eher kommt, was ich auch jetzt abdrehe. Deswegen solltet ihr dann dieses Intro vielleicht einfach ignorieren. Auf jeden Fall zeige ich euch heute meinen Lesemonat, also die Bücher, die ich im Oktober gelesen habe. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem E-Book. Oh Gott, mit einem E-Book an, nämlich mit Falkenmädchen von der wundervollen Asuka. Das ist ein Fantasy-Buch und ich möchte euch gar nicht so viel zum Klappentext erzählen, weil ich habe den Klappentext zwar gelesen, aber es ist eine gewisse Zeit vergangen, nachdem ich den gelesen habe, bis ich dann das Buch gelesen habe. Und deswegen war es für mich, und wie immer vibriert mein Handy, wenn ich drehe, und deswegen war es für mich umso überraschender, dass... es hat mir dann überraschend gut gefallen und es war so überraschend dann, was dort alles passiert ist, und das finde ich halt so schön. Und ich mache das mit diesem Klappentextlesen mittlerweile gar nicht mehr, also sehr, sehr wenig. Also so früher habe ich es immer so gemacht, um ein Buch zu kaufen, habe ich den Klappentext gelesen, dann habe ich es gekauft, wenn es mir gefiel. Und bevor ich das Buch angefangen habe zu lesen, habe ich den Klappentext nochmal gelesen. Und das mache ich jetzt halt nicht mehr. Ich lese die Klappentexte klar, natürlich, bevor ich die Bücher kaufe. Aber so kurz vorm Lesen lese ich sie halt nicht mehr. Und bis dahin habe ich die Klappentexte dann so in etwa vergessen. Und da kommen wirklich so, so überraschende, tolle Geschichten dann raus. Und es macht einfach so viel Spaß. Also schaut euch Falkenmädchen auf jeden Fall mal an. Das ist eine ganz tolle Fantasy-Geschichte. Ich lese gerade auch schon Band 2. Bin da auch schon wieder hin und weg und... Ja, würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit den Büchern, die ich euch auch richtig zeigen kann. Dann habe ich gelesen City of Elements, Band 2 von Nena... genau, das ist der zweite Band. Ich kann hier nicht allzu viel zum Klappentext sagen, weil sonst würde ich euch halt, ja, ziemlich spoilern. Ja, nee, besser nicht. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist so ein kleiner Geheimtipp von mir. Ich finde, dieses Buch bzw. diese Reihe wird viel zu wenig hochgehalten. Ich mag diese Fantasy-Reihe bzw. Geschichte total gerne. Ich habe Band 3 und Band 4 auch schon hier und die werde ich bald lesen, so in einem Rutsch weg eine Reihe beenden und eine richtig tolle. Es ist eine schöne Liebesgeschichte dabei, tolle Fantasy-Elemente. Es geht auch um Freundschaft, also es ist wirklich so, ja, so das Nonplusultra. Und ich mag die Fantasy-Welt hier sehr gerne und ich finde, das wird auch alles sehr, sehr gut beschrieben und es macht einfach total Spaß zu lesen. Dann habe ich Dark Moon Glow gelesen. Ja, das ist auch Band 2 und in Band 1 geht es ja um Muriel und Muriel hat einen Stalker und der zerstört ihr nämlich ziemlich das Leben. Ist nicht einfach nur einer, der, ja, also ist kein einfacher Stalker, sagen wir mal so, sondern schon einer so vom oberen Kaliber und ja, der macht ihr das Leben ziemlich kaputt und zur Hölle und um vor ihm zu fliehen, haut sie dann ab nach ganz woanders hin. Und ja, dort trifft sie dann so ein paar heiße Kerle. Was das miteinander zu tun hat, das müsst ihr selbst herausfinden. Hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Das ist auf jeden Fall so eine Geschichte, die ist spannend durch den Stalker, weil man die ganze Zeit herausfinden möchte, wer der Stalker ist. Die ist aber auch sexy durch die Kerle und auch geheimnisvoll. Und ja, ich mag das richtig gerne. Das ist so ein 300-Seiten-Buch und meistens lese ich das so an einem Tag durch. Ich werde tatsächlich nach dem Videodreh und nach dem Schneiden mit Band 3 und Band 4 direkt anfangen. Ich werde die nämlich halt in einem Rutsch lesen, weil wie gesagt, das sind halt so Bücher, das geht so schnell gelesen, weil die Autorin, die hat auch einfach einen Schreibstil und das ist so fesselnd, weil man kann auch einfach nicht aufhören. Genau. Dann habe ich gelesen von Tammy Fischer, Hiding Hurricane, Band 3 der Fletcher-Reihe. Ja, hier geht es um Lenny und Creed, genau.
Ja, ich hatte davor Band 2 gelesen. Das ist noch aus dem letzten Lesemonat, wo ihr leider kein Video zu bekommen habt. Schande über mein Haupt. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Auf jeden Fall geht es hier um Lenny. Und Lenny hat ein Geheimnis. Sie ist, obwohl, nein, das sollte ich das verraten? Erfährt man das schon in Band 1? Nein, ich sage besser nichts zu Lenny, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob man das in Band 1 schon erfährt oder ob man das erst in Band 2 erfährt. Deswegen verrate ich gar nichts zu Lenny und Creed. Es geht um Lenny und Creed. ja, die drei Bücher kann man rein theoretisch unabhängig voneinander lesen, weil es geht um unterschiedliche Charaktere aus einer Freundesklique. Aber ich würde euch es nicht machen, weil ihr euch sehr viele, weil ihr euch sehr viel vorwegnimmt. Und ich glaube, es sind so ein paar Dinge, wo man dann so nicht ganz weiß, okay, was ist jetzt hier gemeint? Also ich würde es auf jeden Fall nicht machen. Mir hat Band 3 gut gefallen. Ich muss sagen, Band 2 hat mir sehr, sehr viel besser gefallen. Band 2 war ein Jahreshighlight von mir. Band 3 fand ich ja wegen ein paar Gründen ein bisschen... ja, hat mir das nicht ganz so gut gefallen. Es war kein schlechtes Buch, also es ist echt ein Meckern auf hohem Niveau. Es ist auch ein 4-Sterne-Buch, ganz klar. Aber ich fand Band 2 besser. Kam vielleicht auch daher, dass ich die Bücher direkt hintereinander gelesen habe und nachdem Band 2 mich so umgehauen hat, dass Band 3 dann nicht ganz so viele Chancen hatte, das klingt so gemein. Aber trotzdem tolles Buch, ich mag die Fletcher-Reihe total gerne und ich kann Band 4 kaum erwarten, den schreibt die Tammy ja gerade. Und ja, ich mag die Reihe einfach so gerne. Dann kommt mein New Adult Highlight für das Jahr 2020 und zwar Don't Love Me von Lena Kiefer und gleichzeitig nicht nur eine Highlight-Reihe für mich, sondern auch eine neue Autorin, die ich absolut für mich entdeckt habe. Ja, Lena Kiefer, hier ist sie. Ja, es geht um Kenzie und ja, Kenzie hätte, glaube ich, ein... Moment... ja, Kenzie sollte, glaube ich, eine Arbeitsstelle oder ein Praktikum annehmen und das wird dann, ja, kurz vorher gecancelt und dann geht sie aber in die ehemalige Heimatstadt ihrer verstorbenen Mutter, weil sie dann dort, ich glaube, bei einer Verwandten oder was das war, ein Praktikum absolvieren soll und ja, einer der Aufträge, den sie halt begleitet, hat was mit dem stadtbekannten Lyle zu tun. Und ja, Lyle wird halt von der ganzen Stadt gehasst. Wieso, weshalb, warum, das weiß man natürlich nicht. Aber irgendwie Kenzie und Lyle haben so eine Anziehung. Und auch wenn ihr jeder rät, sich von ihm fernzuhalten, ja, wie soll es anders sein, tut sie es natürlich nicht. Yes! Es wäre ja auch langweilig, wenn sie es tun würde. Also ja, das ist so ganz grob angekratzt, die Geschichte. Ich fand die Geschichte so, so toll. Ich fand sowohl das Praktikum, es ist nämlich ein Designpraktikum, also so Innendesign und sowas, fand ich toll. Dann fand ich ja das toll, wo drin Kenzie lebt, also quasi ihr Zuhause, fand ich wundervoll. Lyle ist auch ein ganz toller Kerl. Er tat mir total leid, weil die ganze Stadt ihn wirklich hasst und die wirklich auf den losgehen. Ich fand die Geschichte einfach rundum gelungen, hat mir so gut gefallen, war definitiv ein New Adult Highlight für mich. Und ja, ganz, ganz große Empfehlung. Ich freue mich so auf Band 2, der erscheint nämlich im Dezember. Genau. Dann mein Flop des Jahres. Gerade hatten wir ein Highlight des Jahres, jetzt kommt ein Flop des Jahres. Things We Never Said von Samantha Young. Ich habe dieses Buch übrigens vom Verlag bekommen, also vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Ich habe es gelesen und ja, es hat mir, wie gesagt, es war ein Flop, es hat mir leider nicht gefallen. Ich muss euch erstmal warnen, wenn ihr den Klappentext lest, für mich hat der Klappentext so gut wie gar nichts mit der Geschichte zu tun. Ich glaube, das ist auch einer der größten Gründe, warum mir das Buch nicht so gut gefallen hat. Ja, weil laut Klappentext habe ich mir hier eine Geschichte erhofft, weil hier steht nämlich, dass Dahlia Gefühle für Michael hat, nur das darf sie halt nicht, weil Dahlia hat einen Freund. Und als Dahlia dann herausfindet, dass Michael der beste Freund von ihrem Freund ist, ja, wissen die beiden halt, dass sie sich voneinander fernhalten müssen. Und ja, das Einzige, was ihnen bleibt, sind verborgene Blicke, in denen sie die Sehnsucht des anderen lesen. Und ich habe halt so auf so eine richtige, sehnsuchtsvolle Schmachtgeschichte gehofft. Aber das war es gar nicht, weil, wie gesagt, die Geschichte hatte für mich fast, ja, 10% vielleicht mit dem Klappentext zu tun, aber das war es auch schon. Aber mehr dazu gibt es in meiner Rezension, die ich abdrehen werde. Deswegen sage ich hierzu nicht allzu viel, aber
es hat mir alles in allem echt nicht gut gefallen. Und ja, also es ist tatsächlich auch das erste Samantha Young Buch, was mir nicht gefallen hat. Dann habe ich gehört Unsterblich Mein von Emily Bold. Ja, erstmal zur Hörstimme. Ich fand die Hörstimme sehr, sehr angenehm. Ich habe echt schon Katastrophenstimmen gehabt. Also welche Stimme ich echt Katastrophe finde, ist die... Was hat die denn gelesen? Die hat auch Lovely Curse, glaube ich, gelesen. Und wie heißt das andere? One True Queen hat die auch gelesen. Die finde ich ganz schrecklich, die Frau. Also, oh, ganz schreckliche Sprechstimme. Kann ich mir nicht geben. Da werde ich direkt depressiv, wenn ich das lese, höre. Auf jeden Fall, ja, kommen wir zum Thema. Ich fand die Stimme sehr, sehr angenehm. Allerdings fand ich die Geschichte nicht ganz so angenehm. Nein, also die Geschichte an sich fand ich gut. Aber also das Erste, was mich gestört hat, es waren viel zu viele Namen. Oh, also wirklich. Ich habe irgendwann nicht mehr durchgeblickt. Ich habe das gehört und ich habe auch in dem Buch teilweise geblättert. Und habe mir dann immer so gedacht, okay, wer war das denn jetzt nochmal? Ich bin froh, dass ich wusste, wer die Hauptcharaktere sind. Aber diese ganzen Nebencharaktere, die waren für mich so, nee. Also waren mir zu viele Namen. Und was mir halt auch nicht so gefallen hat, ist so diese Liebesgeschichte. Ich habe die überhaupt nicht gefühlt. Und es war so nach 100 Seiten. Und ja, ich bin so verliebt in ihn. Und ja, die beiden haben sich so zweimal getroffen oder so. Und da war noch nicht mal was. Also dieses zweimal Treffen und verliebt sein, ach, das ist mir noch egal. Ihr wisst, ich habe Bücher gelesen, die habe ich geliebt. Die waren eventuell auch so. Aber das kam bei mir einfach nicht rüber. Und wenn es bei mir nicht rüberkommt, dann, ja, dann kommt es halt nicht rüber. Dann ist es nicht da. Und deswegen, ja, war auch das Buch hier leider eine... kleine Enttäuschung, ich werde auch definitiv nicht weiterlesen und das Buch auch definitiv aussortieren. Harte Worte. Nein. Dann habe ich gelesen Secret Academy von Valentina Fast. Ja, ihr habt dieses Buch wahrscheinlich schon ganz, ganz viel auf Instagram und Co. gesehen. Und ach ja, das war toll. Dieses Buch war sehr, sehr toll. Es ist nämlich mal was anderes. Es ist so eine, ja, so eine Agenten- Liebesgeschichte und es war nämlich mal was ganz, ganz anderes. Es ist so eine Agentengeschichte. Es gibt eine kleine Liebesgeschichte, aber die ist gar nicht so groß. Was eigentlich die Rolle spielt, ist dieses Agentendasein. Es geht nämlich um Alexis und Alexis kommt an die Secret Academy. Genau. Auf jeden Fall lernt sie da, wie sie eine gute Agentin ist und man begleitet sie halt zu diesen Aufträgen hin und das ist so, so toll. Und irgendwann, ab Mitte des Buches, wird dann ihre kleine Schwester entführt und Alexis weiß plötzlich gar nicht mehr, wem sie trauen kann, weil irgendwie jeder ihr plötzlich verdächtig scheint. Und ja, neben ihrer quasi ihrer Schulbildung oder was auch immer an der Secret Academy, muss sie sich dann auch noch damit rumschlagen, wer ihre Schwester entführt hat, wo ihre Schwester ist und ja, wie sie die am besten niederkriegt. Und ja, hat mir so gut gefallen. Ich kann Band 2 gar nicht erwarten, weil Band 1 echt fies, was heißt fies, geendet ist. Der ist eigentlich ganz okay geendet. Das war jetzt nicht so ein Cliffhanger, wo ich sage, ach du Scheiße, ich würde jetzt am liebsten alles dafür tun, um Band 2 zu haben, aber es war schon so, weil es waren halt ein paar Fragen, die Autorin angeschnitten hat, aber so nicht vollendet hat, sodass man gar nicht herausgefunden hat, was eigentlich es mit dem auf sich hat. Also sie hat diese Fragen einfach offen stehen gelassen und das nervt mich. Ich hasse sowas echt. Aber ich fand's gut. Ich fand's gut. Hat mir echt gut gefallen, dieses Buch. Dann habe ich gelesen Meine dunkle Vanessa. Dieses Buch habe ich in einer Leserunde gelesen und das war auch eigentlich, ja, was heißt ein spontaner Kauf? Ich habe das Buch gesehen auf Instagram, habe mir den Klappentext durchgelesen und habe mir so gedacht, oh ja, das hört sich gut an, könnte was für dich sein. Und als ich dann in der Maya schon war, habe ich es da stehen gesehen und ich habe es gekauft. Und es hat mich so angesprochen und wow, also dieses Buch war echt krass. Ich fand es richtig, richtig gut, muss ich sagen. Es war auch sehr schockierend. Es geht halt um Vanessa und Vanessa wird halt, wie alt war die denn? Ja, die lernt, glaube ich, ihren Lehrer mit 14 kennen oder so. Und ja, die beiden haben so eine Beziehung halt und sie schläft halt mit 15 Jahren mit ihm. Und ja, Jahre später, ich glaube, da ist sie schon 30, kommt das halt so, dass dieser Lehrer angeklagt wird, halt wegen sexueller Belästigung an Minderjährigen. Und sie soll ihm halt jetzt so ein bisschen Rückendeckung geben. Ja,
Und das ist so die Geschichte ganz grob angeschnitten. Das Buch, das war echt nicht leicht zu lesen, weil Vanessas Gefühlswelt, die ist so, so krass, was in diesem Mädchen einfach vorgeht. Das ist so unglaublich zu lesen und ich kann euch das Buch nur ans Herz legen. Es ist wirklich schockierend und das ein oder andere Mal musste sogar ich das Buch wirklich weglesen. Ja, weglesen wollte ich es auch, aber weglegen vor allem. Ja, einfach um ein bisschen auf mein Leben klarzukommen, weil, oh mein Gott, also dieses Buch, es war echt krass, diese Gefühle von Vanessa, diese widersprüchlichen Gefühle von Vanessa, die waren so unglaublich. Und also, wow, ich fand das Buch wirklich, wirklich super. Und ja, das, meine lieben Leute, war mein Lesemonat für den... Scheiße, was war das für ein Lesemonat? Was haben wir? Oktober. Das war mein Lesemonat Oktober, genau. Und ja, ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ihr mich wieder vor der Linse habt. Freundet euch damit an, ich bin zurück. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!